Schön. Ich möchte ja nicht so viel fluchen. Ich meine, verdammte Schweine. Ja, eigentlich sollte was anderes kommen, ne? Ja. Das mit verdammt nicht allzu viel zu tun gehabt hätte. Es gibt keine Kühe auf unserer Map hier. Ich glaube, ich gehe zum Bauernhof, züchte da ein bisschen rum und töte Schweine. Kühe. Da weiß schon. Das bringt auch, glaube ich, nicht so viel bei der Menge an Kühen. Weil die anderen Kühe ja erstmal groß werden müssen. Ja, aber die Menge an Kühen, die ich hier in der freien Wildbahn treffe, ist natürlich viel beeindruckender. Na, eigentlich ist das in der Regel ein bisschen mehr, aber du hast ja nur immer so ein Glück, weißt du? Ja, stimmt schon. Mein findet, also mein Finding Luck, sage ich jetzt mal. Mein MF ist nicht hoch. Nee, eigentlich nicht mein MF, sondern mein KF. Mein Kuhfeind. Kuhfeind. Das liegt aber bestimmt daran, weil ich nicht mein Kuhfeind-Equip anhabe. Er hat sich nicht als Kuh verkleidet. Nee. Tja, hallo, ich bin eine rollige Kuh und ich möchte gerne besprungen werden. Wo seid ihr, ihr all die anderen Kühe? Ihr Bullen mit dem schönen Leder. Nein, hallo, du darfst es nicht so auffällig machen. Fallen die doch sonst nicht drauf rein. Ach so, meinst du, es sind schlaue Kühe? Ja. Schafe, Schweine, alles in großen Herden, ja? Keine einzige Kuh. Tja. Das ist komisch. Ja. Ich habe da hinten eine Wüste gefunden. Ich glaube, ich gehe in die Wüste, weil es regnet immer noch. Oh, da ist ein Creeper. Hallo, Creeper. Oh, da ist ein Dorf. Oh. Creeper, komm mal mit ins Dorf. Wir müssen mal was sprengen. ich meine natürlich, bleib ja hier, du böser Schurke. Und lass die Dorfbewohner bloß in Ruhe. Lass die armen Dorfbewohner in Ruhe. Klau bitte nicht in. Sprich bitte nicht in so einem geklauten Akzent, wollte ich eigentlich sagen. Boah, ich bin heute ein bisschen durcheinander. Aber nur ein bisschen. Warum darf ich nicht in geklauten Akzent reden? Weil das geklaut wäre. Wenn ich in geklauten Akzent rede, ist es geklaut. Das wäre dann geklaut, ja. Ganz eindeutig. Alles nur geklaut. Ejo. Das ist alles gar nicht meine. Ejo? Ejo. Ich meine, Theo? Wir fahren nach Lodge. Was wollen wir denn da? Einkaufen. So, hallo, was willst du denn? Einkaufen. Hallo. Der will Smaragde gegen. Also, der will einen Smaragd für Pfeile. Nein, danke. Alter, was habt ihr hier für scheiß Häuser? Wer hat eure Häuser gebaut? Guck mal, ob du da Bücher irgendwo findest. Oh. Ein Diamantschwert und 4 Smaragde gegen ein Diamantschwert mit Nemesis der Gliederfüßer 2. Yay. Ich nur ein Diamantschwert und Smaragde. Wie gesagt, ja, ich schau gerade mit, ja. So, blöd, dass du jetzt den Eimer Wasser mit hattest und nicht ich. Ja, macht nichts, die sind mit verbrannt. Nicht gut. Huch. Ich glaube, ich bin eine Dorfattraktion. Hier sind auf einmal viel mehr Dorfbewohner. Die haben noch nie so was Hässliches wie dich gesehen. Ja, verstehe ich. Also ich meine, ich finde es schon auch gruselig, hier mit mir zu sein. Keine Materialien, die mich interessieren. Ist da im Ofen was drin? Nein. Ich durchsuche auch mal die ganzen Häuser. Ah, da ist eine Kiste. Yay! Ich habe Eisen, eine Spitzhacke gefunden, einen Eisenhelm und einen Eisenbrustpanzer. Das ist doch schon mal was. Cool. Wo das denn? In der Kiste im Dorf. Ach, echt? Krass. Ja, in der Schmiede. Sie haben hier eine Schmiede. Die habe ich jetzt einfach mal ausgeräumt. Ich meine, ich habe denen gesagt, Jungs, ich kaufe euch da was ab. Alter. Na. Wie rennt ihr durch die Gegend? Jetzt habe ich aus Versehen gerade einen Screenshot gemacht. Ja, kommt vor. Kein Stress. Der will Smaragde gegen Äpfel tauschen. Tut mir leid, ich habe keine Smaragde dabei. Hattet ihr keinen in der Schmiede? So, ich glaube, ich grab mich jetzt auch mal wieder hoch. So langsam habe ich echt eine Menge Zeug gefunden. Und jetzt reicht's auch mal so ein bisschen. Alter, wo rennen die ganzen Dorfbewohner hin? Die rennen hier durch die Gegend wie so auf irgendwelchen Drogen, als hätten die irgendwas intus, ey. Ja, wenn du mit denen handelst, dann laufen die weg. Warum? Weiß ich nicht. Wollen die nicht handeln? Jungs, Mach den Spaß oder so. Aua. Nee, die versammeln sich alle irgendwie. Der eine von denen sieht aus wie so ein Magier und die rennen alle zu dem hin und versammeln sich um den. Ich glaube, das ist den hier Anführer. Vielleicht halt die gleich irgendeinen verrückten Voodoo-Kult oder so. Ja, vielleicht.
Was ist da vorne? Oh, ich habe Pferde gefunden. Und eine Pyramide. Was? Und das ohne mich. Verdammt. Pass auf, dass du da nichts in die Luft sprengst. Ja, wie funktioniert denn das bei den Pyramiden? Ich habe noch nie eine Pyramide gesehen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich die in die Luft sprengen kann. Also, wenn du gleich eine Todesnachricht kriegst, ne, weißt du, was passiert ist? Ja. Du musst irgendwie aufpassen mit der Wolle da. Da ist irgendwo ein Zünder eingebaut. Also, wenn ich über Wolle drüber laufe, oder was? Wenn du die abbaust, glaube ich, oder auch beim Drüberlaufen, musst mal gucken, das sind immer so Fäden halt, ne? Die sind schwer zu sehen. Ach so, das ist mit Fäden gemacht, okay. Meine ich. Ich habe es auch noch nie gesehen, also ich kann es nicht bezeugen und wahrscheinlich werden jetzt erstmal gleich wieder ein paar Leute schreiben, das ist nicht aber so und so. Ist egal. Macht mal, dann wissen wir es endlich. Also ich will mich da nicht beschweren drüber. Ja. So, okay. Ich gehe mal langsam, ich gehe mal geduckt hier durch. Dum 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 dum. Ist total geil. Jule, willst du dich herporten? Nee, weil ich habe gerade zu viel Zeug dafür, dass du mich dann gleich in die Luft springst. Aber ich habe nicht vor, dich in die Luft zu springen, ja? Ach klar, jetzt komme ich hier wieder raus. Ist ja nicht wahr. Und wenn du in die Luft gesprengt wirst, dann ist das nicht durch mich, sondern durch die Schafe, die hier sind. So, gleich geschafft. Okay, wie komme ich da unten ran? Das Ding ist echt schön, also von außen sieht das echt gut aus. Glaube ich dir gern. Deswegen grab ich mich jetzt eben hier hoch. Bäh, Bitches. So, Grausgraben ist ja immer besonders schön und macht besonders viel Spaß und es ist vor allen Dingen extrem spannend. Ja, glaube ich. Hier ist es dunkel drin, hier spawnt bestimmt was. Das Eisen nehme ich immer noch mit. Das hängt hier so schön. Das ist mir da gerade ein bisschen zu gefährlich. Ja, da irgendwas abzubauen oder so. Vor allem, ich habe nicht das passende Werkzeug dafür zum Abbauen da. Naja, für Wolle brauchst du einfach nur... Ja, für Wolle, aber Wolle abbauen ist, glaube ich, gefährlich, oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ich probiere einfach rum. Es sieht in der Mitte aus, ja, ich habe aber keine Lust, das zu sprengen. Da sind doch auch immer Schatztruhen drin. Ich will die Schatztruhen nicht mitsprengen. You know? Ja, schon. Aber da findest du doch wahrscheinlich eh nie wieder hin. Stimmt auch wieder, komm. Huch, Bogenschütze gespawnt. Bogenschütze! Feuer! Stirb! Hahaha. Noch mehr! Hahaha, Idiot! Ein Skelettbogenschütze mit Augenklappe, alles klar. Ja, der hat mal eins aufs Auge bekommen. Das ist ein Skelett! Der hat keine Augen mehr! Ja, zu Lebzeiten halt, ne? Die ist da hingeblieben. Zombie! Okay. Ich hab Angst. Alter Vater, wie viel Kohle ich hier gerade finde, das ist unnormal. Das ist Wolle. In der Mitte ist blaue Wolle. Hilf. Ja, jetzt bin ich ja gespannt, ob du es gleich sprengst. Ich auch. Da geht's ganz weit runter. Komm ich doch nie runter. Ich grab mich von außen da rein. Irgendwie geht das auch. Sich von außen reingraben, ja? Das glaube ich auch, dass das geht. Ich meine, dass du da reinkommst. Mach schon Licht, Moment. Das ist anständig, ich brauch eine Spitzhacke. Huch, da ist ein Schaf an einem Kaktus gestorben. Du bist Schaf. Das warst bestimmt du. Warst du Schaf? Nein. Ich bin doch kein Schaf. Hallo? Nicht? Nein. Oh, stimmt, ich habe eine Spitzhacke ja gefunden gehabt. Muss ich mir gar keine Eisenspitzhacke, Steinspitzhacke bauen. Stein heißt das Zeug. Oh, siehst du, praktisch. Ha. Gut, dass die Dorfbewohner alles für mich vorbereitet haben. Hier für deine wahren Abenteuer, Link. Die noch auf dich zukommen werden, genau. It's dangerous to go alone. Take this with you. Genau. Dann krieg man ein Schwert. Oh lol, geht's da raus? Nein. Da geht's nach Disneyland. Disneyland ist auch okay, ne? Oh, Meer. Hier kann ich im Meer rauskommen. Herzlichen Glückwunsch, du hast den geheimen Meerausgang gefunden. Das ist nicht cool.
Ich will nicht im Meer irgendwo rauskommen eigentlich. Oder irgendwie sowas, da säuft man so gerne. You know? Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, worauf du anspielst. Okay, auf alle Fälle ist der Gang schon mal richtig, aber, also fast gut. Aber ich brauche eigentlich ein paar Fackeln. So, hier ist noch mehr Eisen. So. Da geht's ziemlich tief runter. Habe ich noch ein paar Sticks? Sandstein, Eichenholz. Ja, da habe ich noch einen Stick. Sehr gut. Ich habe auch nur ein Stück Kohle. Das reicht für 4 Fackeln. Sehr gut. Okay, Balas ist bereit für ein Abenteuer. Gut. Ich nicht. Ich will hier weg. Es ist scheiße, dass Jubit nicht da ist. Ich kann da gar nicht meine epischen Abenteuer sehen. Sonst warte doch eben noch einen Moment oder so. Portest du dich gleich, oder mich gleich zu dir? Aber erstmal muss ich aus der Höhle raus. Ich höre schon den Regen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Ich lass mal kurz die Fackeln weg, Leute. Jetzt seht ihr vielleicht gerade nicht ganz so viel, aber ich will jetzt hier nicht überall Fackeln setzen. Yay, da bin ich. Oh lol. Das sieht sogar fast nach unserer Gegend aus, muss ich sagen. Die Berge kommen mir ziemlich bekannt vor. Ja, bin in der Nähe vom Rathaus rausgekommen. Okay. Dann warte noch eben eine Minute, dann lagere ich das Zeug bloß schnell ein. Okay, dann darfst du mich auf meiner epischen Abenteuerreise begleiten. Das ist ja cool, dass ich hier rauskomme. Praktisch, sehr praktisch. Da ist schon wieder ein Schaf am Kaktus gestorben. Wie doof sind die Viecher eigentlich? Warum sterben die eigentlich immer? Ich laufe da auch mal gegen. Ja, wie kann man so doof sein? Weißt du, du rennst gegen einen Kaktus, denkst dir, au, das tat aber ganz schön weh, das mache ich besser nicht nochmal. Und dann rennst du wieder dagegen. Oder ja. Wie? Ja, ja, genau so. Ich meine, da ist auch nichts weit und breit, was die da irgendwie anziehen würde. Die sind einfach so doof und rennen da von Haus aus rein. Oh, jetzt muss ich hier die Türen zumachen. Ja. So, ich esse mal schnell was. Nom. Lecker Trockenbrot. So, nur dass ihr Bescheid wisst. Natürlich ist Juwi jetzt nur der Kameramann. Ich bin jetzt hier der Held dann der Geschichte. Genau. So. Schnell eben alles abliefern. Ganze Menge Zeug gefunden. So, so. So. Ja, der Rest ist nicht ganz so tragisch. Okay, go, go. Weißt du den Befehl, wie du... Irgendwie /TP und dann die Namen, wie rum? Dann, ich glaube, derjenige, zu dem es hingehen soll... Ne, warte mal. Schau ich lieber nochmal eine schnell nach. Moment, Sekunde. Ja, bevor wir jetzt irgendeinen Mist machen, ob alles gleich neben mir steht. Ja, dann finden wir das hier nämlich nie wieder. So, dann schauen wir mal. Muss ich das erstmal finden. Ich schreibe mir nebenbei jetzt mal die Koordinaten von meinem Haus auf. So, für wann auch immer. Damit man hier auch mal zurückfindet. Das ist eigentlich gut, ja. Okay, als erstes der Spieler, der teleportiert werden soll und dann der, zu dem er teleportiert werden soll. Ja, dann mach mal. Okay, damit du dann nicht sagen kannst, nur so von wegen. War das? Ich hab's verkackt. TP. Wie war das? 263, oder? Mhm. 263. Mhm. Moin. Wo bist du? Siehst du mich? Ja. Ah, jetzt bist du gespannt. Okay. Ich bin bereit für ein Abenteuer. Kurz die Chunks laden. Oh, dicke Urwald hier nebenan. Aha, und das ist also die Pyramide. Genau. Auch mal in der Außenansicht gehen wir mal eine Runde rum. Oh ja, die sieht schon ganz cool aus. Okay. So, du gräbst dich da jetzt gerade außen rum, oder was? Ich hab mir schon einen Eingang reingegraben. Okay. Also mehr oder weniger. Ich weiß nicht genau, wo der hinführt. Wo bist du? Ich bin noch gerade an der Oberfläche. Ja, ich auch.
Ich stehe vorne praktisch beim Eingang zur Pyramide. Ja, völlig. Hier habe ich mir schon mal einen Weg reingegraben. Dim, Vorsicht hier an der Ecke. Okay, Moment, ich will gerade mal hier oben reingucken. Das ist das, was ich abgebaut habe. Also pass auf, dass du da nicht runterspringst, weil ich glaube, das ist schlecht.